Hi Dirk. Schön, dich zu treffen. Sag mal, ja. Dirk, du bist ja einer unserer besten Immobilienspezialisten. Erzähl doch mal, warum kaufst du selber gerade so aktiv Immobilien zu? Naja, also es ist ja so, dass die Zinsen sich kaum verändert haben gegenüber vor 2 Jahren. Also die meisten glauben, es ist um einiges teurer geworden, aber als Kapitalanleger setzt du ja die Zinsen bei der Steuer ab und deswegen ist die vermeintliche Erhöhung fast zu vernachlässigen. Also ist kein großer Unterschied. Also nach Steuern zahlst du ja ungefähr die Hälfte für die Darlehenszinsen, wenn du Vermieter bist, richtig? Genau, und deswegen ist ja die Erhöhung gerade mal, die trifft dich nur zum kleinen Teil. Ich kaufe auch gerade zu und sammle weiter ein, weil ich immer auch auf der anderen Seite daran denke, dass wir ja 50% mehr abschreiben, oder? Ja, das ist Wahnsinn. Beim Neubau, das wird so stark gefördert, 50% mehr als noch bis Ende letzten Jahres. Und das überraschend sogar für Projekte, die jetzt erst abgeliefert werden, obwohl wir sie letztes Jahr schon gekauft haben. Und vorletztes Jahr habe ich gleich die nächsten gekauft. Also wir können nur beide sagen, wir sammeln ein, denn die Inflation ist da. Und es wird zu wenig gebaut. Wir werden eine riesen Wohnungsnot kriegen. Die Mieten werden explodieren. Und wenn ihr im Moment eure Immobilien einsammelt, aber sie vermietet, dann werdet ihr die Zinsen für die Hälfte kriegen. Ihr könnt die Immobilien abschreiben wie noch nie, Steuervorteile wie noch nie. Und deswegen ist es so günstig. Zahlt man im Prinzip das gleiche wie vor 2 Jahren, als die Zinsen noch total niedrig waren. Wir wünschen euch einen schönen Tag von der Skipiste. Das war der Dirk und der Martin.